iTunes bietet dem Nutzer viele Funktionen, um die eigene Musik zu verwalten und auch wiederzugeben. Dazu gehören auch die visuellen Effekte, die man auf Wunsch während der Wiedergabe von Alben, Playlisten oder auch den Streams aktivieren kann. Für die visuelle Untermalung der Musik stehen gleich zwei Versionen zur Verfügung. Die Auswahl kann man in der Menüleiste von iTunes im Bereich Anzeige treffen. Übrigens kann man die Leiste auch komfortabel mit der Tastenkombination Steuerung B ein- bzw. ausblenden. Zur Verfügung steht neben dem iTunes Visualizer auch noch die klassische Variante, die als erstes aktiviert wird. Nun sucht man noch nach passender Musik und startet die Wiedergabe. Zwar kann man nun die visuellen Effekte per Mauseingabe über das Menü starten, aber komfortabler ist die Tastenkombination Steuerung T. Auf Wunsch kann nun mit einem Klick auf die Fragezeichen-Taste das passende Menü geöffnet werden. So kann man dann unter anderem den Titel einblenden, die Bildrate anzeigen lassen oder mit Klick auf das Fragezeichen weitere Punkte aufrufen und die Darstellung verändern. Der Wechsel auf den anderen Visualizer funktioniert recht einfach über das Menü. Auch hier kann man ein zusätzliches Menü aktivieren, um die optischen Effekte zu bearbeiten. So kann man dann den Modus ändern, den Nebel aus- bzw. einschalten, die Kamera verriegeln oder auch den Freeze-Modus aktivieren. Mit zusätzlichen Befehlen wie Z und X kann man die Farbe verändern, mit A Lichteffekte hinzufügen oder mit R den Standard wiederherstellen. Weitere Befehle findet man in dem Artikel zum Video. Wer die visuellen Effekte beenden möchte, nutzt entweder die bereits erwähnte Tastenkombination STRG T oder den entsprechenden Eintrag im Menü.